Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Unboxing. Ihr seht, ich habe hier ein koreanisches Display, Shining Legends. Wundervoll, da bin ich relativ hyped drauf, das werden wir komplett öffnen. Und für den Schluss habe ich hier noch ein Yu-Gi-Oh! GX Bonus Pack rumliegen. Das muss auch irgendwann mal aufgemacht werden. Deswegen dachte ich, packe ich das mal zusammen. Ich habe leider keine Ahnung, wie man so ein Display aufmacht, ne? Deswegen schnipple ich das einfach mal mit der Schere auf. Oh, juicy! Guckt mal, wie viele Booster wir hier haben. Uiuiuiuiui. Uiuiuiui. Eine Karte, die ich unbedingt haben will, ist... Mache ich die... Komm, ich mache die mit der Schere auf. Ist das Full Art Mewtwo GX. Das Secret Rare mit dem geilen Artwork. Wir haben Zoroa, Rettern, Knills, Budgelin, wie heißt du? Scheiße. Das ist jetzt peinlich. Motte-Ding, Weiterentwicklung von Ignivor, Tali, eine Unlichtenergie und ein Hooper. Shining Legends ist ein Booster-Pack, falls ihr es nicht wisst, in dem habt ihr eine Garantie auf mindestens eine Holo-Karte. Also eine Holo-Karte ist immer drin, außer es ist halt eine GX oder Full Art Ding. Bisasam, Kanimani, Golbit, Cleopatra, Golgantes, Lilly, Feenenergie und ein Manaphy. Das kennen wir ja auch schon zur Genüge. Ich habe immer Angst, wenn ich die Booster mit der Schere aufmache, dass ich in die Karten reinschneide. Das wäre auch was. Hatten wir auch noch nicht. Wäre auch was Neues. So. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch. Und Sekrom. Denn ich glaube, das ist jetzt das dritte Unboxing zu Shining Legends oder das vierte, das ich auf meinem Kanal mache. Das heißt, die Karten da drin kennt man eigentlich. Sollte man kennen. Hupsa, da habe ich jetzt ein bisschen hart gespoilert. Ein Iveltal. Sind schon schöne Holos, aber dadurch, dass es halt in jedem Pack garantiert eine Holo-Karte gibt, sind die halt nicht ganz so viel wert. Aber von mir aus. So, was bist du? Dich habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Und ein Keldeo. So, genug Booster haben wir, ja, ne? Es ist... Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Huch, da habe ich schon wieder gespoilert. Ein Latios, das ist übrigens eine sehr schöne Karte. Ich finde auch, dass der neue Holo-Effekt, den die neuen Pokémon-Karten haben, ziemlich cool ist. Klar, ich liebe alte Holo-Karten, gerade aus Neo-Series oder auch aus den EX-Series. Aber teilweise jetzt gerade aus... Ah, wie heißt es? Entei GX. Moment, ich habe... Da hinten... Noch ein paar Hüllen, die hole ich mir mal vor. Zumindest für die... GX-Karten und Full-Art-Karten. Sehr schön. Sehr cool. Dich habe ich, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal, aber trotzdem sehr schöne Karte. Da freut man sich. Da geht einem das Sammlerherz auf. Ups, habe ich die jetzt nicht richtig. Ich bin nicht in der Lage, Boosterpacks korrekt aufzuschneiden. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie heißt die neue? Sturm am Firmament heißt die neue Erweiterung. Aber ich glaube, die davor hat schon. Moment, da ist jetzt gerade. In den Boostern sind die Karten ein bisschen verrutscht. Das muss ich ganz kurz. Dass ich wirklich nicht in die Karte reinschneide. Das wäre tatsächlich relativ uncool. Auf jeden Fall die aktuell neueste Erweiterung hat einen richtig coolen Holo-Effekt. Das sieht richtig gut aus. Aber ich meine, wenn ihr euch das mal anguckt, das sieht man jetzt in der Kamera gar nicht, gell? Ein bisschen weiter weg. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ist halt ein bisschen moderner. Aber zu jeder Pokémon-Generation haben die Karten ja auch einen anderen Artstyle. Das
Finde ich auch sehr geil, tatsächlich. Shiny Celebi! Natürlich sind wir auf die auch aus, auf die Shiny-Karten. Denn die... Huch! Warum ist es so laut? Warum hört man die Leute in meinem Flur? Die Shiny-Karten, die sind auch gut was wert. Die wollen wir selbstverständlich auch haben. Aber trotzdem, also mein größter Wunsch wäre dieses Mewtwo. Ich habe die beiden anderen Mewtwos, also das normale Mewtwo GX und das normale Full Art Mewtwo GX, habe ich beide. Nur das Full Art fehlt mir. Wir haben Bisaknosp. Ah, Dings, Pilz, Spritze, Sekrom, Riesendonnerdrache. Next. Fuchs, Schlange, Pilz, Dings, Motte, Mädchen, Energie und Schatten. Next. Huch, geh richtig auf, Booster. Katze, Ball, Dino, Edgy Kind, Dings. Otter, Karte, Keldeo, Dings. Könntest mir jetzt schon wieder eine Hyper Rare geben, Boosterbox? Da, hätte ich tatsächlich kein Problem mit. Es ist lange her seit Celebi. Ich meine, ja, es ist jetzt nicht so unbekannt, dass die Pull... Rate in Shining Legends nicht so hoch ist. Aber trotzdem, wir öffnen hier einen Haufen. Gut, ich habe mich lange nicht mehr gesehen. Das ist ein sehr cooles, sehr coole Karte, die ich aber auch schon ungefähr 50 Mal daheim habe. Da geht dann irgendwann das sehr coole weg und es ist halt nur noch cool, ohne sehr cool. Da ist was, da ist was! Zoroark GX! Uiuiuiuiui! Sehr schön, das geht glaube ich auch recht gut tatsächlich weg. Aber ich habe meinen Mewtwo noch nicht. Ich möchte meinen Mewtwo haben. Sonst bin ich sehr sauer. Oh, es klopft. So, Entschuldigung. Bisaknosp. Zack, zack, zack. Shaman! Jetzt bin ich gerade voll raus, weil gerade meine Nachbarin geklopft hat. Habe ich gerade irgendwas erzählt? Man weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall dieses Mewtwo haben. Sonst wäre ich ein sehr trauriger Daro. Und wir haben nur noch zwei Booster. Uiuiuiui. Das wäre sad. Dann wäre ich wirklich ein trauriger Daro. Aber wir kriegen ein Shiny Lugia. Gut, das senkt jetzt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir im letzten Booster noch irgendwas in die Richtung kriegen. Aber das ist auch cool. Das ist... Okay, 4 Pulls bis jetzt. Ist okay. Ich glaube, ich mache mit dem Puls trotzdem mehr, als ich für das Ding bezahlt habe. Für das Display. So, hupsa. Oh, die letzte Karte ist noch ein Latios. Schade. Kein Mewtwo, dann werde ich es mir wohl doch noch einzeln kaufen. Naja, auf jeden Fall haben wir Entei, Shiny Celebi, Zoroark GX und Shiny Lugia. Das sind sehr gute Pulls. Nicht das, was ich wollte, aber das Ganze macht die Pulls ja nicht schlechter. Und dann gehen wir jetzt noch an dieses
Oh, das ist auch schon uralt. Von wann ist denn Yu-Gi-Oh! GX? Das habe ich tatsächlich recht billig auf, auf eBay gekriegt, dieses versiegelte Display. Die Einzelbooster sind tatsächlich teurer. Als ich für dieses Display gezahlt habe. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man bei dem Ding am besten an die Karten ran? Das ist gerade... Zum Glück seht ihr nicht, wie ich gerade hier versuche. Aha, da blutet das Sammlerherz, wenn man sieht, wie ich hier mit dem eingeschweißten, versiegelten Pack umgehe. Dieses Pack ist da richtig drin, festgewachsen in dem Ding, so lange ist es da schon drin. So, dann können wir auch gleich gucken. Ich bin ja jetzt seit neuestem auch wieder so ein bisschen in den Yu-Gi-Oh-Karten drin, aber nur so das ältere Zeug bis GX. Bisschen 5Ds noch, aber das ist schon nicht mehr so meins. Deswegen dachte ich, warum denn nicht? Machen wir hier noch zwei wundervolle Booster auf. Vielleicht werden wir dann von der Nostalgie erschlagen. Uiuiui. Was sollst du sein? Das ist irgendeine Kette oder so. Die tatsächlich cooler aussieht, als sie aussah, als sie versiegelt war. Das sah nämlich so nach Plastik aus, aber das ist jetzt tatsächlich Metall. Das ist cool. Irgendwie lege ich mal dahin. So, dann fangen wir an mit dem Aster Phoenix Pack. Aster Phoenix kennt man ja, wenn man Yu-Gi-Oh! Schaut. Oh, wie leicht dieses Pack aufgeht. Das ist ganz anders als bei Pokémon. Ich weiß leider nicht, ob es sowas wie einen Kartentrick gibt oder so. Mal, hier haben wir Strategiekarte. Schluss mit dem Rätselraten. Okay. Wir haben Zyklonklinge. Schicksalsheld Captain Tenacious. Oh, den kenne ich. D-Zeit. Doomlord. Oh, der war auch cool. Und Dreadmaster. Wie geil. Oh, da erinnere ich mich noch dran. Oh, das waren so... Oh, die Schicksalshelden, ja. Wenn ich jetzt hier noch so viele Elementarhelden rauskriege. Uiuiuiuiui. Aber Dreadmaster, weiß ich, der war richtig stark im Anime. Aber auch Doomlord. Richtig cool. Richtig nice. So, dann gucken wir mal, was das Jaden Pack uns noch liefert. Wir haben. Oh, Freunde. Elementarheld Neos. Kontakt, Heldenbarriere, Wunderkind, Kinderwächter als Holokarte und die Kinderwächter, das hat auch irgendwas mit mit Heldenkind zu tun. Annulliere. Okay, ja, geil. Oh, da hat mich die Nostalgie wirklich erwischt, wie ich ja schon erwartet habe. Oioioioioi. Sehr cool, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann Däumchen nach oben, würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.